Wir spielen Super Toastcard. 0.9.S. Super Toastcard. Hut zu einem Paar von Super Toastcard 0.9.S und heute spielen wir Classic Tallway. Strecke von Steve und Amp. Oliver Baker, wie auch immer. So, wir fahren 4 Runden, war schon so eingestellt. Es gibt kein Rückwärtsfahren, bisschen schade. Aber mal gucken. Neue Musik mal. TK2. Boost gibt's hier auch. Ich glaube, die Map ging damals im Ding nicht, in der Version 092, aber wir schauen uns jetzt diese Version an. Ui, das ist wirklich sehr schnell. Ich werde auch gleich was zur Map sagen, wir fahren erstmal diese Runde fertig. Okay, das ist gar nicht so ohne, da vorbeizufahren. Wir schauen uns in der zweiten Runde die ganzen Schilder an. Wieso hat er mir vorgeschlagen, das Spiel, dass ich 4 Runden fahre? Die Strecke ist gar nicht so kurz, aber okay, fahre 4 Runden. Ach, okay, jetzt war die Runde, okay. Erstmal stehen hier Werbungen. Bullet Physics Library, okay. So, haben wir die mal weg. Was gibt's auch für Werbung? Hier gibt's einen Booster an der Seite. Da war noch ein Booster. Hier steht Tux Paint. Extreme Tux Racer. Plip. SDK needs more developers. Alles klar. Das Card braucht mehr Entwickler. Allein diese Stelle hier sollte euch schon an eine bestimmte Map erinnern aus Mario Kart, und zwar Toad's Autobahn. Die sieht ja echt ähnlich aus. So, dann gibt es hier nochmal Extreme Tux Racer. Was ist denn hier an der Seite? Nochmal Extreme Tux Racer und 3 Blip und SDK need more Developers, nochmal Tux Paint. Aber ich eine schnellige Map, ich komme kurz zurück. Ja, okay, das ist halt schon hart hässlich. Kann man das andersrum theoretisch fahren? Ich meine, natürlich, die sind nicht in die andere Richtung ausgelegt, aber. Ne, kann man gar nicht. Sowas finde ich halt schade, wenn man sowas macht. So. Dann hier so ein paar Tux oben drauf. Und hier steht. Sie kann nicht mehr Developers. Langsam wissen wir es, glaube ich. So, wir probieren mal die ganzen Nitos einzusammeln. Was sind die immer? Hier ist eins. Nicht getroffen. RIP. Immer innen und außen abwechselnd. Upsala. Also wenn ich hier hinten bin, kann ich da weiterfahren. Ich glaube, das sollte ich nicht, aber ich probiere es mal, wie weit es auch immer geht. Was passiert denn, wenn man hier hinten ist? Kann man da zu Ende fahren? Okay, sollte man wahrscheinlich nicht. Nee, kann man nicht. Kommen wir wieder rüber? Ja. Die Wertung ist ein bisschen schwer zu geben, finde ich. Also, was ich mal sagen kann, ist, es drei Stellen gibt es nicht, weil es nicht rückwärts geht. Die Map an sich ist schon ganz nett, also die Musik ist eigentlich ganz schmissig. Ich bin zu blöd, das Nito zu fahren. Ich bin nochmal zu blöd, das Nito zu fahren. Die Strecke an sich vom Verlauf her ist auch in Ordnung. Das wäre ziemlich cool, dass man da jetzt durch eine Banane fährt und dann nachgleichen einen Boost bekriegt, also dass man trotzdem nochmal ein bisschen Schub bekommt. Finde ich ganz nice. Hat die Endrunde vielleicht gerade nicht gezählt, weil ich ins Ding gefahren bin, da draußen rausgefahren bin, ich bin mir gar nicht sicher. Naja. Ich überlege gerade, ob ich 2,5 Sterne oder 2,0 Sterne gebe. Eigentlich ist die Map schon ziemlich cool. Das Einzige, was mich jetzt wirklich stört daran, ist tatsächlich, dass es nicht in eine Richtung geht. Aber sonst gefällt mir die Map eigentlich ganz gut. Ein bisschen älter gehalten vielleicht, aber das ist jetzt auch kein großer Kritikpunkt. Fahren wir jetzt noch gegen 4 Bots. 4 Runden lang. Die Frage ist, ob die Bots klarkommen. Ich glaube, daran mache ich es fest, ob ich jetzt 2,0 oder 2,5 Sterne gebe. Okay, jetzt habe ich ein bisschen raus mit den Nitros, also man kann die gut fahren und macht auch echt Spaß, dieses großartige Speeden. Das ist ziemlich cool, man kann da auch durchfahren, ohne großartig jetzt eine
durch die Banane zu fahren. Das geht auch ganz gut, finde ich. Aber jetzt bin ich hier mit dem Schirm ausgerüstet worden. Nicht so gut. Dann kommt der. Ja gut, das wäre schon sehr lahm. Dieses Speeden, das finde ich ultra ein geiles Feeling, finde ich. Die Kurven sind auch alle recht entspannt zu fahren. Die Werbung ist nett. Erinnert mich sehr an Toads Autobahn, wie gesagt. Und ich glaube, die ist auch recht alt, die Map, soweit ich weiß. Sie ist relativ gut gealtert, also ich sehe jetzt keine großartigen Fehler oder irgendwelche hässlichen Sachen. Natürlich ist es Geschmackssache, dass jetzt überall Wände draußen sind, aber ist ja Toads Autobahn auch ähnlich. Und ich finde die Map eigentlich ziemlich cool. Und auch hier mit den Items. Kann man machen. Kann man durchaus machen. Nicht getroffen, RIP. Jetzt bin ich wieder im Boost. Und bin wieder weg. Okay, ich habe den Boost nicht getroffen, RIP. Aber egal. Ich springe nur runter. Der Sprung ist gar nicht so schlimm eigentlich. Sagen wir so, es würde die 3,0 Sterne geben, wenn es auch in eine Richtung gehen würde. Aber ich finde, die Map macht Spaß tatsächlich. Die macht mir echt Spaß. Und einen ganzen Stern abziehen, nur weil sich die Anrichtung geht, weiß ich nicht. Sollte man das? Ich bin mir echt nicht sicher. Mir gefällt die Map echt gut. Ich glaube, ich bleibe tatsächlich bei den 2,5 Sterne. Ja, auf nur 3 Sterne. Ich könnte jetzt folgenden Trick machen. Bam! Trick 17 war das. So. Dann boosten wir auch noch rein. Sie macht mir echt Spaß. Also das ist eine Map seit jetzt längerem hier in dem Projekt, die mir richtig so, die echt sehr viel Spaß gemacht hat jetzt hier. Und deswegen gebe ich die 2,5 Sterne. Ja. So auch Ausnahmen geben. So, also halt, dass Maps, die man nicht rückwärts fahren kann, auch mal eine 3-Sterne-Wertung kriegen. So, wir haben hier die Map Classic Tollway und ich vote echt ganz gut. Weil ich die Map sehr gerne, sehr gut fand, sagen wir so. Crab Track Classic Tollway, Steve und Oliver Baker. Version 1, achso, es gibt 3 Versionen bisher, okay. Not bad. So. Based on the original Tux Tollway. Okay, da ist Extreme Laser Pro Logo, das Logo und so weiter und so fort. Yes. Gut. Und das Lied wurde geaddet. Also das Lied war ursprünglich von der Version 03er, okay. Wurde dann von Lutzki geaddet. Okay, in der 002er dann wurde ja so Mitte dann auch. Ja, ist eigentlich eine coole Map. Ich mag sie ganz gerne. Ihr könnt natürlich auch abstimmen, wie sie euch gefallen hat. Und wir schauen jetzt noch, in welche Strecke im nächsten Part drankommt. So, die Strecke, die im nächsten Part drankommt, wird folgende sein. Es ist die Map mit dem Namen Industry. Okay, die kommen nächsten Part rein, sind dann anschauen. Euer Zickerfick. Tschüss.